Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Einschätzung von tradersmind.de. Was gibt's Neues? Nun ja, abgesehen von meiner Gartenbräune, die sich so langsam abzeichnet, machen Gold und Euro und S&P 500, DAX etc. letztendlich alles das, was sie machen sollen, beziehungsweise das, über was wir in den letzten Tagen gesprochen haben. Zur Euro-US-Dollar-Gegenbewegung, die wir im Laufe des gestrigen Tages gesehen haben, vielleicht hat es der ein oder andere gar nicht mitbekommen, weil Feiertag war, aber letztendlich hat der Euro das gemacht, was prognostiziert war. Ja, wir sind bis ungefähr 1,1250 gelaufen. Das hatte ich ja so als Maximalgrenze angesetzt, bis wohin der Kurs gehen sollte, bevor er wieder kippt. Das hat er letztendlich wirklich voll ausgereizt. Ich denke, einige Euro-US-Dollar-Bären werden dort ordentlich geschwitzt haben. Was aber auch ein Punkt ist, warum ich das aussitze, beziehungsweise warum ich davon ausgehe, dass das Ganze weiter in Richtung Süden geht. Punkt 1, wir haben exzellente Zahlen aus den USA bekommen, insbesondere was auch den Arbeitsmarkt anbelangt, ja, Stichwort ADP-Zahlen. Morgen erwarten uns die Non-Farm Payrolls und ich gehe nicht davon aus, dass wir auf einmal ganz, ganz schlechte Arbeitsmarktdaten jetzt bekommen sollten von Seiten der Non-Farm Payrolls, sondern eher gut und dadurch natürlich extrem positiv für den US-Dollar, der ja sowieso aktuell relativ stark ist. Dritte Sache, charttechnisch betrachtet sehe ich den Euro-US-Dollar auf dem Wochenchart, auf dem Tageschart und auf dem H4-Chart immer noch extrem short und das ist für mich natürlich kein Grund, jetzt irgendwie in die Gegenrichtung zu gehen. Noch ein Grund sind natürlich meine EAs, also meine Handelsroboter, die mir aktuell auch momentan nichts anderes zeigen, ja, immer noch die Short-Setups absolut aktiv und das ist auch Grund dafür, warum ich dann wahrscheinlich mich heute den restlichen Tag, werde ich mir noch ein paar Signale aufs Handy schicken, wenn es Gegensignale gibt, dass ich da informiert bin. Ansonsten, was werde ich heute machen? Also ich denke, der Garten ruft, ja, übermorgen feiere ich noch meinen Geburtstag nach, also die Geburtstagsfeier, ich habe jetzt die 3 vorne stehen. Und das muss ja noch vorbereitet werden, beziehungsweise wird mich dann noch der relativ schöne Tag in den Garten locken. Und das würde ich vielleicht auch dem einen oder anderen von euch raten, ein bisschen Abstand jetzt zu nehmen von den Kursen, insbesondere heute. Oder auch heute und morgen, wer jetzt nicht schon investiert ist oder jetzt auch nicht die Zeit hat, sich jetzt noch großartig drum zu kümmern, vielleicht auch nicht die Nerven hat jetzt im Zuge dieser Non-Farm Payrolls bzw. NFP-Geschichte morgen, der sollte vielleicht diese Woche noch die Finger davon lassen und dann erst kommende Woche wieder aktiv werden. Ansonsten erwarten uns heute noch die Zahlen aus Großbritannien, beziehungsweise bis ich dann das Video oben habe, denke ich, sind die vielleicht schon durch, wo ich denke, Mittagszeit wird es sein. Na, egal. Ich denke jedenfalls nicht, dass es dort große Überraschungen gibt. Also ich denke, dass alle für einen unveränderten Leitzins stimmen werden. Wer weiß, vielleicht soll so, also das wäre natürlich eine riesen Überraschung und super für meine British Pfund Shorts, wenn der Leitzins gesenkt werden soll. Also wenn so ein paar Mitglieder in Großbritannien für einen niedrigeren Leitzins stimmen würden, aber ich rechne jetzt mal nicht damit, dass es zu einer Veränderung kommt. Ansonsten auch aus Großbritannien jetzt keine großartigen Zahlen, eher im Gegenteil, gestern ziemlich negativ und ich denke, das setzt sich heute auch fort und ich glaube nicht, dass das British Pfund in jetzt absehbarer Zeit auf einmal einen extrem Long Move hinlegt, insbesondere auch britisch und US-Dollar. Wenn der US-Dollar jetzt weiter stark steigt, dann wird es wahrscheinlich weiterhin schwach bleiben. Ja, ich würde jetzt auch keine großartige neue Chartanalyse machen, weil sich das letztendlich wiederholen würde. Diese Analyse, die ich jetzt, ich glaube, wann habe ich es gemacht? Montag, Dienstag? Dienstag habe ich, glaube ich, die letzte Analyse zum Euro-US-Dollar gepostet. Daran hat sich ja letztendlich nichts geändert. Also guckt euch die einfach nochmal an. Ich werde sie nochmal im Video unten in der Infobox verlinken. Und wenn ihr Fragen habt zu der aktuellen Situation im Euro-US-Dollar, beziehungsweise wenn ihr Fragen noch zum Broker habt oder zu den Handelsrobotern, dann meldet euch einfach. Ja, viele von euch haben das ja schon getan in letzter Zeit. Die Telefonleitung glüht hier heiß. Deswegen habe ich hier auch aktuell auf Flugmodus gestellt, ansonsten wird es bestimmt schon wieder klingeln, sobald es hier gegen 9 Uhr geht. Mal gucken jetzt,
Das startet jetzt. Ja, ist schon nach 9 Uhr. Wir haben schon 10 vor halb 10. Ja, ich wünsche euch einen erfolgreichen restlichen Handelstag bzw. erfolgreiche restliche Handelswoche. Und wir hören uns dann natürlich im nächsten Video wieder. Und ja, geht's entspannt an mit den NFP-Zahlen. Und nächste Woche ist dann wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Ruhe im Markt. In diesem Sinne, alles Gute, tschüss und bis bald.